So, ich wollte dann jetzt bezüglich des Körpers schon mal so ein Zwischenergebnis zeigen. Wer sowas nicht sehen will, jetzt bitte wegschalten. Also wenn ich anspanne so ein bisschen, sieht das momentan so aus, also nicht mehr so viel dran. Das sind halt so die Reste, aber das meiste ist jetzt Haut. Und die Haut, die liegt jetzt wirklich in Falten hier. Also das hier ist eigentlich alles Haut, so das meiste. Vielleicht noch ein bisschen Schleim drin oder so, aber das meiste ist jetzt hängende Haut. Und deswegen habe ich auch den Entschluss gefasst, langsam mit dem Fasten aufzuhören, also übermorgen. Wir haben jetzt in 8 Minuten Mittwoch, also den Mittwoch mache ich noch und den Donnerstag. Und ich habe auch gerade extra einen Saft getrunken, um das zu ja, abzumildern. Obwohl ich sehr gerne und sehr gut auch weiterhin trocken fasten könnte jetzt. Aber das geht für den Körper einfach zu schnell. Ich habe jetzt in den letzten 10 Monaten 30 Kilo abgenommen. Und ja, für den Körper ist das halt so ein bisschen zu schnell. Aber momentan sieht es halt so aus. Bei, keine Ahnung, 62 ein, oder 61 Kilo. Ja, man muss wissen, wenn man aufhören soll. Also anstrengend ist es momentan überhaupt nicht. Es fühlt sich eigentlich eher noch gut an. Alles. Außer dass man halt nicht optimal Energie hat und ich halt auch momentan schon wieder total Lust habe, Sport zu machen, mehr aktiv zu sein, nicht so viel rumzuliegen, viele Dinge zu erledigen und dass es auch langsam mal losgeht, allgemein. Dass ich halt mich nicht immer dauerhaft auf diese eine Sache konzentriere. Und der Fokus ist jetzt ziemlich weg vom Essen. Also ich denke jetzt nicht mehr mehrere Stunden am Tag darüber nach, wie ich den Weg halt weiter beschreite und was man da alles noch machen kann, was da alles gibt und so weiter. Da bin ich jetzt erstmal mein zwischenzeitliches Ziel. Ich bin, habe jetzt so weit halt mich gereinigt wieder. Körper es eigentlich in der Zeit bewerkstelligen kann und es macht es einfach keinen Sinn, noch weiter zu gehen. Und deswegen werde ich in 2 Tagen aufhören und auch erstmal circa ein halbes Jahr oder so ganz pausieren und halt einfach meinen frutarischen Lifestyle anfangen auch wirklich zu leben. Und das beinhaltet halt nicht in erster Linie Ernährung. Ich habe sowieso vor oder möchte sowieso, dass das nur nebenbei ist. Ernährung, genauso, also man muss sich halt erst damit total viel befassen, damit man halt davon sozusagen immer mehr wegkommt. Auch wenn sich das paradox anhört. Muss sich geistig immer mehr befassen, damit man ja vom physischen Aspekt des Essens immer mehr, damit es immer mehr im Hintergrund rückt, weil man halt den Hunger heilt, die Hungerkrankheit, die Hungerheilkrise. Dann ist man nicht mehr ständig getrieben vom Hunger und denkt eigentlich überhaupt nicht mehr ans Essen, sondern eher im Gegenteil, man vergisst eher zu essen oder Dinge zu sich zu nehmen. Und ich werde auch viel Säfte integrieren und wenn ich halt Früchte esse, sind das halt nur richtig qualitative Früchte, reif geerntete Früchte. Ansonsten fühlt sich das auch nicht mehr richtig an, es fühlt sich dann auch nach Junk an und ja, was der Körper halt nicht braucht. Und ja, ich werde natürlich, also mit dem frutarischen Lifestyle entgiftet man sowieso auf lange Sicht automatisch noch. Auch wenn man halt mal einmal in der Woche halt nichts isst und mit dem Sport besonders mit Ausdauersport. Ich werde aber auch weiterhin Kraftsport wahrscheinlich erstmal machen. Wird man auch immer weiter entgiften. Ja. Also ich muss auf jeden Fall oder möchte auf jeden Fall Kraftsport machen, um, weil jetzt habe ich auch ziemlich lange halt rumgelegen insgesamt, um den Rücken wieder zu stärken, aber auch allgemein, um den Körper halt zu stärken. Werde ich auf jeden Fall Krafttraining noch machen, aber ich weiß nicht, ob ich konsequent mit schweren und sehr schweren Gewichten irgendwann wieder anfange. Also ich liebe schwere Gewichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es wäre schon ein Hammer, wenn ich irgendwann so das Fünffache meines Körpergewichts aus dem Kreuz heben könnte oder so, also 300 Kilo. Das wäre schon genial. Habe ich Bock drauf, aber
Ich denke eigentlich nicht drüber nach. Ich lasse mich einfach vom Moment leiten, was einfach der Moment mir sagt, was ja, was zu tun ist sozusagen. In Anführungszeichen. Ja, der Bart wächst weiterhin, lasse ich auch weiterhin wachsen. Aber ein bisschen, ja, bisschen kämmen soll ich den schon ab und zu, langsam bei der Länge. Und sonst, ja, das war's. Das wollte ich nur kurz erwähnen. Bis dann.